Ja, gegen Köln ist es immer knapp. Wir wissen, wie Köln spielt. Köln weiß, wie wir spielen. Und ja, dafür entscheiden Kleinigkeiten. Und wir haben die weniger den Fehler gemacht. Deswegen haben wir auch gewonnen in das Spiel heute. Was hat heute den Ausschlag gegeben, vor allem dann im zweiten Drittel das Spiel zu drehen? Ja, also im ersten Drittel zum Beispiel haben wir keinen Kampf angenommen, sind keine Checks gefahren, nicht vorgecheckt gescheit. Und ja, im zweiten Drittel haben wir dann eben den Kampf angenommen. Genau das gemacht, was wir im ersten Drittel vermisst haben. Und ja, deswegen haben wir Köln keinen Raum gelassen, dass sie sich entfalten können. Das können sie gut, sind schnelle Spieler. Und wir haben sie ziemlich gut vorgecheckt und dann haben sie den Ball immer rausgeschossen. Dann haben wir halt immer den Ball gehabt und das ist natürlich immer besser im Hockey, den Ball zu haben, als nicht zu haben. Alles in allem können wir, denke ich, sehr zufrieden sein mit unserem Spiel. Das erste Drittel war sicherlich nicht optimal von uns, aber ab dem zweiten Drittel haben wir immer besser ins Spiel gefunden. Und haben dann auch, ich habe dann auch von meinen Förderleuten die Sicherheit bekommen und haben super alle zurückgearbeitet, super Defense-Leistung, muss ich sagen. Und von daher bin ich sehr glücklich mit dem Ergebnis 10-6, das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Ausschlag gegeben, dass im zweiten Drittel halt wir nicht präsent waren und wir einfach die Linie, die wir im ersten Drittel nach dem 2-0 uns ein bisschen gefangen hatten, komplett verloren haben und dann im letzten Drittel auch nicht mehr reingekommen sind. Wir waren einfach nicht frisch genug im Kopf. Wie war das Spiel aus eurer Sicht über die 60 Minuten heute? Wie du gerade selber gesagt hast, also wir erwarteten ein Kampfspiel. Wir hatten uns halt ein bisschen mehr erhofft, weil wir mit gut Rückenwind hier hingefahren sind. Aber ja, ist nicht unser Feld, war noch nie unser Feld. Das haben wir heute wieder gesehen. Das ist einfach nicht unsere Spielweise auf so einem Spielfeld.